Hallo, Penny. Oh. Schöner Tag für einen Ausflug, nicht wahr? Ah. Oh? Ich denke, das ist Carlos Küche. Was für ein Desaster. Aha. Penny, du solltest besser die Streifenwagen rufen. Sie können helfen. Hey Leute, dieses Erdbeben hat eine Menge Schaden in Car City angerichtet. Alle brauchen eure Hilfe. Lila. Go, go! Okay, also. Troy, der Zug, ist entgleist. Carlo ist total dreckig. Und Gary hat seinen ganzen Müll auf der Autobahn verteilt. Gute Idee, Matt. Ihr solltet euch trennen. Matt ist hier, um dir beim Müll einsammeln zu helfen. Gary, kannst du deine Ladefläche zu Matt drehen? Was wirst du tun, Matt? Oh, du willst deinen Geschwindigkeitsbooster benutzen? Okay. Sehr gut gemacht, Matt. Hey, Troy. Hector ist hier, um dich wieder auf die Schienen zu setzen. Vielen Dank, Frank. Leute, Carlo braucht jetzt eure Hilfe. Er braucht jemand, der diese ganzen Pizzen aufisst. Meint ihr, ihr könnt ihm helfen? Genießt euer Essen, Leute.
Was für ein herrlicher Tag hier draußen am See. Wen sehe ich denn da? Hey, Bobby! Was ist los? Du hast Sorge, dass der See austrocknen könnte? Mach dir keine Sorgen. Es regnet bestimmt bald wieder. Was ist das für ein Geräusch? Der Wasserspiegel sinkt aber schnell. Oh nein! Bobby sitzt auf dem Trockenen. Schau, hier kommt Susie. Großartige Idee, Susie. Die Streifenwagen werden Bobby helfen können. Hey Leute, entschuldigt, dass ich euch beim Sonnenbaden unterbrechen muss. Aber Bobby das Boot braucht eure Hilfe. Er war auf dem See, als das Wasser auf einmal verschwand. Jetzt sitzt er im Matsch fest und kann sich nicht bewegen. Könnt ihr ihm helfen? Hier kommen die Streifenwagen. Vielen Dank, Susie. Die Streifenwagen übernehmen jetzt. Okay, Leute. Hat irgendjemand eine Idee, was hier passiert ist? Matt denkt, irgendjemand muss das Wasser abgelassen haben. Ich glaube, Frank hat eine Idee. Baba! Hervorragende Arbeit, Frank. Der See füllt sich wieder. Hector und Matt denken, dass jemand das Wasser vom See abgelassen haben muss. Kannst du etwas Verdächtiges entdecken, Hector? Da fährt jemand vom See weg? Yay! Go go! Hallo, bla 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 bla. Matt fährt los, um Ben einzuholen. Ben sagt, er braucht Wasser für sein Getreide, also hat er sich Wasser vom See geholt. Ben hat gar nicht gemerkt, dass er das gesamte Wasser genommen hat und der See so ausgetrocknet ist. Hervorragende Arbeit, Frank. Fast fertig. Bobby ist wieder frei. Ben sagt, es tut ihm leid, dass er all das Wasser genommen hat.
Gut gemacht, Streifenwagen. Hervorragende Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Charlotte. Du fährst ein bisschen zu schnell. Du musst Jerry und Katie rechtzeitig zum Rennen bringen? Du solltest aber trotzdem vorsichtig sein, Charlotte. Die Bergstraße kann gefährlich sein. Du solltest ein bisschen langsamer fahren. Oh nein, Charlotte! Du kommst besser schnell wieder auf die Straße. Sieht so aus, als bräuchtest du etwas Hilfe. Hey, Chuck. Hey. Kannst du die Streifenwagen rufen? Streifenwagen, auf der Bergstraße sind ein paar Autos in Schwierigkeiten. Könnt ihr ihnen helfen? Leute! Die Streifenwagen sind hier, um zu helfen. Was werdet ihr tun? Du wirst eine Abschleppleine benutzen, um Charlotte hochzuziehen? Gute Idee. Schaffst du es, Frank? Mit Jerry und Katie ist Charlotte zu schwer? Gute Idee, Hector. Du solltest die Autos vom Hänger entfernen. Oh Himmel! Alles in Ordnung, Charlotte? Puh! Beeilt euch, Leute! Keine Sorge, Jerry. Du bist in guten Händen. Gut gemacht, Hector. Katie, du kannst deine Augen jetzt wieder öffnen. Ihr habt es geschafft, Leute. Charlotte ist gerettet. Jetzt werden die Autos zu spät zum Rennen kommen? Du hast eine Idee, wie du die Autos schneller hinbringen kannst? Gute Idee. Ihr könnt die Straße zur Rennstrecke freimachen. Aber bitte nicht zu schnell fahren. Streifenwagen, ich glaube nicht, dass ihr beim Rennen mitfahren solltet.
Ich glaube, sie haben sich wohl etwas mitreißen lassen. Tschüss alle zusammen. Hallo, Tao. Mhm. Du fährst aber schnell. Warum die Eile? Oh, heute Abend ist die chinesische Neujahrsfeier. Und du belieferst alle Einwohner mit Essen? Das ist aber sehr nett von dir. Wow! Was hast du gesehen, Tao? Ach du liebe Güte! Ist das ein Monster? Das ist auf jeden Fall keine Aufgabe für uns. Rufen wir die Streifenwagen. Leute, ihr werdet es niemals glauben, aber Tao hat ein Monster in den Straßen von Car City gesehen. Kommt schon, wir müssen etwas tun, schnell! Hier sind wir schon. Streifenwagen, hört genau zu. Nian ist eine Bestie. Einmal im Jahr, zu Beginn der chinesischen Neujahrsfeier, kommt es aus seinem Versteck, um zu fressen. Tao sagt, es gibt zwei Wege, um es loszuwerden. Erst einmal, es hasst Rot. Naja, Frank könnte es schaffen. Dann müssen wir so viel Krach wie möglich machen, um es zu ängstigen. Zum Glück hat Tao etwas Feuerwerk. Matt hat einen Plan. Lasst uns ihm folgen. Oh, du versuchst, die Aufmerksamkeit des Monsters zu erregen. Gute Idee, Tao. Was meinst du, Hector? Leute, Nian, das Monster kommt. Versteckt euch. Jetzt! Du bist an der Reihe, Tao. Es funktioniert. Die kleinen Autos? Was tut ihr? Ihr wolltet einen besonderen Tanz für Tao aufführen, weil chinesisch Neujahr ist? Das ist aber nett von euch. Aber eigentlich habt ihr uns mehr erschreckt. Die Nacht hat Tao ordentlich hungrig gemacht. Wer hat noch Hunger? Was für ein Festessen.
Es ist fantastisch, Tao. Vielen Dank. Frohes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Guten Morgen, Leute. Habt ihr gut geschlafen? Du hast recht, Matt. Wo ist denn Hector? Gute Idee, Frank. Versuchen wir, ihn über Funk zu erreichen. Keine Antwort. Vielleicht sollten wir rausfahren und schauen, ob wir ihn draußen entdecken. Matt, wie sollen wir Hector nur finden? Gute Idee. Schau, da ist er. Und er landet gerade. Ich frage mich, was er vorhat. Du hast recht, Frank. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Lasst uns ihm folgen. Ich frage mich, was er vorhat. Er würde doch nicht wegfliegen, ohne was zu sagen, oder nicht? Es sieht so aus, als würde er auf der anderen Seite dieser Mauer gelandet sein. Vielleicht solltet ihr mal gucken, ob das Tor auf ist. Hier haben wir kein Glück. Aber wir müssen herausfinden, was da los ist. Hector könnte in Gefahr sein. Du hast recht, Frank. Mal schauen, ob du das Tor aufstoßen kannst. Du bist schließlich ein bisschen stärker als Matt. Versuch es noch einmal, Frank. Und diesmal ein bisschen stärker. Klasse gemacht, Frank. Jetzt aber rein mit uns, damit wir dieses Geheimnis lüften. Entschuldigt bitte, dass wir euer Picknick stören. Aber der Rest der Streifenwagen dachte, du wärst in Gefahr. Oh, du dachtest also, dass Matt und Frank dich aufziehen würden, wenn du ihnen erzählt hättest, dass du ein Picknick mit einem Mädchen machst? Also, ich bin mir sicher, das hätten sie nicht getan. Nicht wahr, Leute? Das ist eine nette Idee, Hella. Warum leistet ihr beiden Hector und Hella nicht Gesellschaft beim Picknick? Ich bin mir sicher, ihr hattet noch keine Zeit fürs Frühstück, oder? So ist es richtig. Lasst uns jetzt alle ein schönes Frühstück zusammen haben. Und nicht vergessen, kein gegenseitiges Aufziehen, Leute.
So ist es richtig. Tschüss, Streifenwagen und Hella. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hey Leute! Hey! Was macht ihr da? Oh, ein Rap-Kampf. Okay, dann mal los, Tao. Diese lästige Taube. Ich hoffe, sie verursacht keinen Ärger. Oh nein! Schnell, einer muss die Streifenwagen rufen. Streifenwagen, beim Sommerfestival ist ein Feuer ausgebrochen. Ihr müsst schnell kommen. Frank, lösch das Feuer. Puh, das war ganz schön knapp. Vielen Dank, dass ihr das Feuer gelöscht habt, Leute. Der Lautsprecher ist kaputt. Wie wollt ihr jetzt euren Rap-Kampf beenden? Du hast eine Idee? Wow! Krasse Beats, Leute! Wow! Ihr Jungs habt es echt drauf! Also, wer hat den Rap-Kampf gewonnen, Leute?
Carlo, was? Du musst für nächstes Jahr schon mal üben, Tao. Na dann noch viel Spaß beim Sommerfestival, Leute. Lasst es euch gut gehen.